Unser Reporter Christoph Karasch reist nach Kolumbien. Das südamerikanische Land fördert jährlich im Schnitt 35 Tonnen Gold. So auch in der Region Cauca im Südwesten des Landes. Eine Region, in die es nur wenige Touristen verschlägt. Also der Weg zur Goldmine ist auf jeden Fall schon mal mehr als beschwerlich. Die Strecke sind eigentlich keine 30 Kilometer, aber wir sind jetzt seit fast 2 Stunden unter diesen Bedingungen hier unterwegs. Und unser Fahrer sagt auch regelmäßig, bitte jetzt mal wieder die Fenster zumachen, weil hier eben auch viel Illegales passiert und man gar nicht so unbedingt wissen soll, dass wir hier sind. Denn zwischen Kokafeldern und Schmuggelrouten werden hier unzählige illegale Goldminen betrieben. Allein in Südamerika arbeiten rund 30.000 Menschen in illegalen Minen. Nach 2,5 Stunden gelangt unser Team ans Ziel. Die Mine Chede ist die einzige legale Goldmine in der Region. Ursprünglich wurde auch sie illegal betrieben. Doch seit 2007 ist sie offiziell anerkannt. 11 Jahre später erhält sie die Fairmined-Zertifizierung und zählt somit zu einer von 3 fairen Goldminen in ganz Kolumbien. Was das heißt, wird Christoph gleich selbst erfahren. Insgesamt arbeiten 35 Männer und Frauen in der Mine. Einer von ihnen, Sebastian Vizcaino. Der 34-Jährige ist der leitende Ingenieur vor Ort. Hola. Buenos dias. Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben und wollen dir natürlich alles zeigen. Aber zuerst brauchst du unsere Sicherheitsausrüstung. Bevor Christoph die Mine betreten darf, erhält er seine Schutzkleidung. Einen Helm mit Lampe und feste Stiefel. Kein Standard in der Region. Haben alle Minen in der Gegend diese Schutzausrüstung? Nein, nicht alle investieren in die Sicherheit. Aber jede Mine, die eine Bergbauerlaubnis hat, sollte Schutzausrüstung haben. Alles klar. Das sind übrigens keine normalen Gummistiefel. Die haben Stahlkappe vorne. Also durchaus erhöhter Standard. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht erwartet. Let's go. Okay. Denn im Großteil der konventionellen Kleinbergbauminen herrschen miserable Arbeits- und Sicherheitsbedingungen. Ungesicherte Stollen, Kinderarbeit oder organisiertes Verbrechen. Die Liste ist lang. Genau dagegen will die Allianz für verantwortungsvollen Bergbau mit der Fairmined-Zertifizierung vorgehen. Auch die Mine in Kolumbien besitzt dieses Siegel. Verantwortlich dafür die 30-jährige Ani Jaramillo. Die Minenleiterin kämpft seit Jahren für bessere Bedingungen im Goldabbau. Christoph darf die beiden bei ihrer Arbeit begleiten. Und da gehen wir jetzt rein. Nehmt ihr mich mit? Ready to go. Der Weg in die Mine ist eng und niedrig. Der Tunnel ist nur etwa 1,5 Meter breit. Ständig muss Christoph darauf achten, wo er hintritt. Illegale Minen sind kleiner. Noch kleiner? Okay, ja. Ich fand das nämlich schon extrem eng teilweise. Alle 5 Meter befindet sich ein fest installiertes Licht. Auch Strom- und Wasserleitungen führen an den Wänden entlang. Die Mine wird jedes Jahr überprüft, um die Standards einzuhalten. Nach etwa 150 Metern im Berg sehen wir die Goldader. In diesem dünnen Quarzstreifen befindet sich der wertvolle Rohstoff. Hier ist das Gold drin. Im Schnitt fördern die Minenarbeiter pro Monat 1 Kilogramm pures Gold aus diesem Stollen. Auf dem internationalen Markt bringt das rund 50.000 US-Dollar ein. Um das Gold aus dem Felsen zu lösen, nutzen die Arbeiter Sprengstoff. Die Kumpel in der Fährenmine werden dafür speziell geschult. Die Sicherheitsbeauftragte Viviana Ibarra überwacht dabei jeden Schritt. Ich passe auf, dass die Arbeiter alles richtig machen und ob die Sicherheitsmaßnahmen stimmen. Ich nehme an, jetzt wird blau. Um den Sprengstoff gezielt zu platzieren, bohren die Arbeiter tiefe Löcher in den Felsen. In illegalen Minen kommen stattdessen Hammer und Meißel zum Einsatz. Oder das Dynamit wird einfach so im Stollen gezündet. Jetzt darf auch Christoph ran. Das schwere Gerät ist gar nicht so einfach zu bedienen. Unser Reporter fühlt sich nicht ganz wohl bei der Sache. Alter Schwede, der dreht durch. Oh Gott, das ist überhaupt gar kein geiles Gefühl.
an dem Berg zu bohren, in dem man gerade steht. Nächster Arbeitsschritt: die Sprengladungen in den Bohrlöchern anbringen. Vor der Zündung verlässt unser Team jedoch den Stollen. So, jetzt aber schnell raus hier. Man hat genau 4 Minuten Zeit, nachdem er die Lunte gezündet hat. Trotz Sicherheitsstandards. Ein Restrisiko bleibt. Doch in der fairen Mine hat es seit Bestehen keinen einzigen schweren Unfall gegeben. Anders als in vielen illegalen Minen. Hier kommt es teilweise zu tödlichen Unfällen, da ungeschulte Arbeiter die Sprengungen durchführen. Ich finde ja, dass die relativ gemütlichen Schritte hier rauskommen. Ich scheine die Ruhe weg zu haben. Jetzt geht's los. Ach, fuck. Guck mal, wie das ballert. Wie krass ist das denn? Das ganze Dach wackelt. Nachdem sich der Staub gelegt hat, kann das Team zurück in den Stollen. Nächster Arbeitsschritt: die Gesteinsbrocken ans Tageslicht bringen. Alter, krass. Okay, jetzt stehen wir wieder genau an der Stelle, wo es geknallt hat. Und das ist passiert. Vamos? Let's do it. Yeah, you show me. Du zeigst mir, wie ich das machen soll. Christophs Aufgabe: Eimer mit goldhaltigen Steinen füllen und zu einem Transportwaggon bringen. 30 bis 40 Kilo wiegt ein Eimer. Ein echter Knochenjob. Trotzdem in der fairen Mine einfacher als in vielen anderen. Dort müssen die Arbeiter oft das Gestein mit Rucksäcken nach draußen bringen. Wiegt das jetzt? How heavy is this? Do you know this? A ton. A ton? Das ist eine Tonne? Ja. Eine Tonne Berg. Und diese Tonne gilt es jetzt, etwa 250 Meter über das Schienensystem nach draußen zu bringen. Vor allem die Kurven sind mit diesem Gewicht nicht ganz einfach. Christoph kommt an sein persönliches Limit. Oh, fuck. Oh, kurz vor Ende. Stecken geblieben. Die krasseste körperliche Arbeit, das kann man sich nicht vorstellen. Und es ist und bleibt lebensgefährlich. Völlig unabhängig, ob das jetzt eine faire Mine ist oder eine nicht faire, das ist einfach hammerharte, gefährliche Arbeit. Punkt. Nach der schweren Arbeit darf Christoph eine kleine Pause machen. Er nutzt die Chance, um kurz allein mit Minenleiterin Annie zu sprechen. Warum hast du dich entschieden, eine faire Mine zu gründen? Wie kam es dazu? Wir wollten einen Job für die Zukunft schaffen. Ich meine, ich habe Kinder, wir brauchen diesen Job. Mit der Mine wollen wir ein gutes Beispiel für alle sein, um sie auf den gleichen Weg zu bringen. Was wir machen, ist gut für die Gemeinde, für die Mine, für alle. Wieso seid ihr eine von wenigen? Die anderen denken, wenn sie in ihre Minen investieren, verlieren sie Geld. Man muss viel investieren, um eine Fairmined-Zertifizierung zu bekommen. Das ist sogar noch schwieriger zu erreichen als all die legalen Genehmigungen. Die hohen Kosten für Sicherheitsstandards schrecken viele illegale Minenbesitzer ab. Sie können es sich schlicht nicht leisten. Denn ein weiterer wichtiger Aspekt bei fairen Minen ist der Umweltschutz. Zwar arbeiten sie auch hier mit gefährlichen Chemikalien wie etwa Cyanid, doch die chemische Lösung wird in der fairen Mine in einem aufwendigen geschlossenen Kreislauf wiederverwendet. Viele andere nutzen Quecksilber, um das Gold herauszufiltern. Die giftige Chemikalie führt zu Hautverätzungen und Atemwegsproblemen. Oft wird sie danach einfach in der Natur entsorgt, auch wenn das verboten ist. Nach einem schweißtreibenden Tag endlich das Ergebnis, worauf Christoph hingearbeitet hat. Hier ist das Gold. Das will ich jetzt sehen. Wir sehen das Gold in der Form, in der wir es kennen. Das 30 Gramm schwere Nugget ist etwa 3000 US-Dollar wert und das Ergebnis des heutigen Tages. So habe ich mir das vorgestellt. Aber es ist klein. Aber wunderschön. Was passiert als nächstes mit diesem Goldnugget? Wir verkaufen es weiter an einen Fairmined-zertifizierten Käufer.
Dann wird das Gold in die ganze Welt verschickt. Auch nach Deutschland. Aber dazu später mehr. Für Christoph geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Am Abend lädt ihn die Sicherheitsbeauftragte Viviana zu sich nach Hause ein. Sie lebt gemeinsam mit Mann und Tochter in einem nahegelegenen Dorf. Hat sich dein Leben verbessert, seit du in einer fairen Mine arbeitest? Natürlich, seitdem wir in der fairen Mine arbeiten, hat sich unser Leben sehr verändert. Wir bekommen nicht nur mehr Lohn, sondern können auch mehr Zeit mit unserer Tochter verbringen. Durch die Arbeitsbedingungen haben wir mehr Zeit für uns. In illegalen Minen bekommen die Arbeiter nur Lohn, wenn sie Gold finden. Die faire Mine bezahlt ein Fixgehalt und kommt für Sozialversicherung sowie Urlaubs- und Krankheitstage auf. Doch das Ganze funktioniert nur, weil es weltweit immer mehr Abnehmer für das faire Gold gibt. Zum Beispiel in Hamburg. Hier treffen wir den Goldschmied Jan Spille. Der 46-Jährige handelt und verarbeitet aus Überzeugung nur Gold, das aus nachweislich fairem Abbau kommt. Damit war er der Erste in Deutschland. Normalerweise ist es ja so, die Leute wollen Trauringe tragen, verbinden damit die ganz großen Emotionen. Liebe, klar, beim Thema Hochzeit. Aber das, was sie eigentlich mit dem Gold verbinden müssten, wenn es konventionell abgebaut worden ist, sind soziale Ausbeutung, jede Menge gravierender Umweltschäden und vor allem Kinderarbeit. Und das sind zwei Sachen, die passen so gar nicht zusammen. Deswegen setzt sich Jan seit 20 Jahren dafür ein, die Bedingungen beim Goldabbau zu verbessern. Und reist auch selbst in die Minen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Wir machen regelmäßig Bergbaureisen. Wir fahren nach Afrika, Asien, Südamerika und besuchen immer die MinenarbeiterInnen und ihre Familien, mit denen wir zusammenarbeiten. Und unser Ziel ist es immer, herauszufinden, wie die Menschen vor Ort arbeiten. Jan bezieht sein Gold unter anderem aus Peru, Argentinien und der Mongolei. Fast alle Schmuckstücke sind Unikate aus sozial und ökologisch fair abgebauten Materialien. Seine Kunden wissen das zu schätzen. Christina und Hanna haben ihre Eheringe von Jan herstellen lassen. Heute sehen sie die fertigen Goldringe zum ersten Mal. Die beiden haben sich vor dem Kauf intensiv mit dem Abbau von Gold beschäftigt und sich bewusst für dieses Konzept entschieden. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, für mich persönlich ist es ein emotionaler Wert, weil ich dahinter stehen kann, dass es auch fair abgebaut ist, dass jeder auch fair entlohnt wurde, dass dort keine Kinderarbeit entstanden ist. Die Kunden zahlen für ein Schmuckstück aus fairem Gold etwa 20% mehr. Dafür wissen sie aber genau, wo es herkommt. Immer noch die große Ausnahme. Derzeit ist es so, dass vielleicht 1% sämtlichen Goldes, welches weltweit abgebaut wird, dass das Fairtrade und Fairmined abgebaut wird. Da muss noch einiges passieren, und zwar einiges an Umdenken weltweit, überall, in allen Bereichen der Lieferkette, bis wir da tatsächlich irgendwann mal 100% erreichen. Wer beim Kauf auf fair zertifiziertes Gold achtet, kann sicher sein, dass er damit den Menschen vor Ort direkt hilft und auch einen Unterschied für die Umwelt macht.